mit Miri und aber auch den anderen Instrumenten die chemische Zusammensetzung dieser Gasriesen untersuchen können. Und wir wissen eigentlich schon heute, dass die stark variieren von den uns bekannten solaren Planeten, also Jupiter oder Saturn, Neptun. Das Mid-Infrared-Instrument oder MIRI ist das einzige Instrument der vier am James-Webb-Teleskop, das in einem höheren Wellenlängenbereich arbeitet, von 5 bis 28 Mikrometer. Und weil es das einzige Instrument ist, ist es auch so ein Arbeitstier. Es kann eigentlich ein bisschen alles. Es hat also ein Imaging-Modus, das ist ein Modus, der Bilder primär macht, aber auch photometrische Bilder. Also das heißt, wir können die Farben ausmessen der Objekte, die wir anschauen. Dann hat es einen Spektrometer, damit können wir also das Licht in die Spektralfarben zerlegen in diesem Wellenlängenbereich und dann auf molekulare oder chemische Zusammensetzungen der Objekte hinweisen. Dann gibt es auch noch Koronographen, das sind Elemente, mit denen wir Sterne abdunkeln können, um die schwachen Objekte darum herum, seien es Exoplaneten oder seien es protoplanetare Scheiben, dass wir die detektieren können. Anders als Hubble, das ja im Low Earth Orbit, also nahe bei der Erde, um die Erde kreist, muss man für infrarote Geräte eine sehr kühle Umgebung haben. Das bedeutet also minus 200 oder mehr Grad Celsius, damit die Wärmestrahlung, das ja eigentlich Infrarot ist, genügend unterdrückt wird vom Instrument selber, um wirklich die schwachen Objekte im Weltall zu sehen. Und um diese Tieftemperatur zu erreichen, ist es ungünstig, in der Nähe der Erde zu sein, weil die Erde selber auch Wärme abstrahlt. Und deswegen geht man gerne zu diesem sogenannten Lagrange-Punkt 2. Der ist von der Sonne aus gesehen hinter der Erde. Und es ist ein thermisch sehr stabiler Ort, wo man eben auch eine Mission wie das James-Webb-Teleskop dann in eine sehr thermisch stabile Lage bringen kann. Und dann mit diesem großen Sonnenschild, der der Satellit hat, ist es dann möglich, ins Weltraum die Wärme abzustrahlen. Und dadurch erreicht man diese sehr tiefen Temperaturen. Ein elektrisches Kabel oder ein elektrischer Leiter hat eben zwei Eigenschaften. Das eine ist die elektrische Leitfähigkeit und das andere ist die Wärmeleitfähigkeit. Wir haben etwa 300 Leitungen ins Instrument für Sensoren und für Motoren. Wenn jetzt das normale Kupferkabel wären, da würde die thermische Last viel zu hoch. Das heißt, wir mussten ein Prinzip erarbeiten, um Materialien, aber auch Dicke von Kabeln zu benutzen, die einerseits die elektrische Fähigkeit haben, die wir brauchen, andererseits aber diese Wärmelast so weit reduzieren, dass wir damit arbeiten können. Und das Resultat war dann schlussendlich Kabel, die sind dünner als das menschliche Haar, bestehend aus Materialien, die exotisch sind für Kabel, zum Beispiel rostfreier Stahl, das man nicht löten kann mit Standardverfahren und dass das Ganze dann Weltraum und auch kryogenkompatibel verarbeitet werden kann, das war eine sehr schwierige Aufgabe. Die
Verschmutzung ist eine gasförmige Verschmutzung, die eben austritt, wenn dann ein Material ins Vakuum kommt, dann beginnt es auszugasen. Gerade in der Abkühlphase hat es doch viele Moleküle, gerade von dieser Carbon-Fiber-Struktur. Und die würden dann sehr gerne am kältesten Punkt anfrieren. Und das wären bei uns die Spiegel. Und das ist natürlich der Ort, der sauber bleiben muss. Und weil Miri das kälteste Instrument wird, müssen wir es schützen jetzt in dieser heiklen Phase der Abkühlung. Wenn es einmal kalt ist, dann hat es genügend kalte Flächen sonst. Und da kann man dann den Verschlussmechanismus öffnen und dann sieht man auch das Licht des Universums.